Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Christmas Winterland Event Video. Wir stehen ja noch beim Mountain Resort, beziehungsweise bei den Snowy Peaks im Winterland. Und wir schauen mal, wohin die Reise heute hier in unserem Actros geht. Barcelona, Bilbao. Ich würde sagen, wir einfach nach Bilbao. Wir stehen ja schon direkt da gerade. War ich in Bilbao? Ich bin mir gerade unsicher, ob ich in Bilbao schon war. Ich glaube aber schon. Nee, ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Werden wir ja gleich sehen, wenn wir aus dem Portal rausfahren. Ja. Das ist ja auch irrelevant, weil das Event ist ja sowieso schon durch. Nur halt noch nicht für mich. Also das Community-Event-mäßig ist es jetzt schon durch. Habe ich natürlich nicht ganz drauf geachtet, also war halt nicht viel, ja, knapp oder 5000. Und wieder Mountain Fun Gift Park, Gift Packs. Das ist ja scheinbar, ich wollte gerade sagen, die Währung. Das ist scheinbar ja die. Fertig zum Losfahren. Die Ware ist, die das Mountain Resort quasi produziert. Also, die Position ist natürlich nicht wirklich, aber. So in der Art. Nennen wir es mal. Wobei, man kann es fast schon sagen. Produziert vielleicht das. Ne, sie packen das ein. Wahrscheinlich sind es einfach irgendwelche. Irgendwelche Pakete mit Gutscheinen für. Das Resort für die Aktivitäten hier. Und das nächste Portal ist hier. 39 Kilometer. Okay, wir fahren los. Und wahrscheinlich auch irgendwie Souvenirs oder so, kann ich mir vorstellen. Dass das so das Ding ist, was man hier wieder bekommt. Ist natürlich jetzt wieder, ne, also im letzten ETS, im letzten ATS-Video so gesagt, von wegen ja hier, ich dachte, dass ich erst am Samstag aufnehmen müsste für das Kansas-Event. Was ich aber nicht der Fall ist, weil ich eigentlich schon heute das hätte machen müssen. Aber gestern bin ich einfach, ja, war ich einfach zu K.O., dass ich einfach nicht dazu gekommen bin. Aufzunehmen. Biege nach rechts ab. Deswegen gab es jetzt doch noch mal. Oh Gott. Einen Tag Pause. Nicht ganz gewollt, aber. Aber passiert. Soll ich mir da jetzt ziemlich einfach direkt, wenn ich zu Hause bin, setze ich mich eben hin und mach's. Nehme die Fahrt auf. Wo ich noch zumindest. Wobei heute bin ich auch nicht ganz so K.O. wie gestern, auch wenn ich trotzdem ziemlich K.O. bin. Aber. Es ist gerade nicht ganz so wild wie gestern. Wahrscheinlich, weil jetzt heute der zweite Tag war, wo der Körper sich zumindest wieder ein bisschen mehr daran gewöhnt hat. Dass kein E-Bike zur Verfügung ist bei Nacht. Und ist deswegen nicht ganz so krass wild. So, ich habe noch einen Lix getrunken, deswegen mache ich jetzt die Flasche auf, die ich gerade gekommen bin beim Rübersteigen, beim vom Stuhl steigen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich jetzt gleich ordentlich zischen. Ja, zum Glück nicht allzu viel Kohlensäure. Also, ist mit Bike noch getrunken, dass es nicht überblubbert. Bitter nötig. Also in der Regel, wenn mir irgendwo was zu trinken angeboten wird, nehme ich es halt nicht an, aber fall ich einfach so beschampelt, weil es halt einfach teilweise auch so ist, dass
Ja. Biege nach rechts ab. Er ist dann doch schon ganz gut drück, ne? Durch die ganze Bewegung. Scheint sie Wege schneller rauszufinden zu wollen. Deswegen denke ich mir meistens so, ja, okay, ist ja egal. Ich muss da eh nicht so strampeln, vor allem im E-Bike nicht. Deswegen nehme ich das mal in der Regel eigentlich gar nicht an. Es sei denn, ich weiß, okay, hier muss ich wirklich extrem lange warten. Oder wenn es irgendwie so weiß, keine Ahnung, ne? 20 Minuten warten. Dann rechts abbiegen. Nehme ich das Angebot schon an. Rechts, ah ja. Diese aus irgendwas. Und dann können wir mal kurz gucken. Wobei, ich glaube Bilbao. Ich glaube, ich war in Bilbao. Beim Event, beim Cruising. Whatever. España Event, keine Ahnung. Cruising Baltic vor allem. Ich finde eine neue Route. Cruising Iberia. Der Event. Habe ich schon wieder fürs DLC, fürs Event habe ich schon wieder DLC in den Mund genommen. Nervig. Okay, ja. Bilbao war ich schon, aber nicht in Burgos und in Pamplona. Und sehr viel anderes. Santander. Oh Gott, ich wäre schon super viel nicht. Vielleicht kommen wir irgendwann in einem der anderen Events ja auch da zufällig mal hin, ne? Who knows? Granada, Cordoba. Also, ich habe echt fast nichts gesehen. Oder in anderen Worten, nicht mal ein Viertel. Sogar Portugal nur 28,5%. Crazy. So, dann wollen wir mal. Ah, Licht ist ja schon an, der meint. 63 Kilometer durch das nächtliche, verschneite Spanien. Fast schon ein bisschen gut, dass es Nacht ist. Dann sehe ich zumindest nicht, ob ich es gut finde oder nicht. Weil eigentlich genau aus dem Grund habe ich es ja auch in ATS nicht. Da dürfen wir 80 fahren oder 90? 90, okay. Und deswegen wollte ich ja eigentlich auch keinen wirklichen Frostmod reinbringen ins in ATS. Weil ich es einfach. Gut, klar, ne, es kann passieren, aber es wirkt halt doch schon relativ unnatürlich. 577 Euro, what the fuck? Klar, also nein, es kann natürlich passieren, ne, hier, und ich weiß nicht, wie das jetzt, beispielsweise bei Iberischen Halbbus, ja, bei der Iberischen Halbinsel genannt wird, aber jetzt beispielsweise gibt es ja auch so den Lake-Effekt, den Lake-Effekt, oder was ist der Lake-Side-Effekt, ich weiß gerade gar nicht mehr, gut, ist jetzt beispielsweise, ich glaube, der Lake-Side-Effekt, der ist, oder der Lake-Effekt, der ist ja auch häufig im Zusammenhang mit Michigan. Darf ich wirklich in 90 fahren? Ja, okay. Das ist doch schon ein bisschen eine wackelige Angelegenheit hier. Du hast natürlich auch ein bisschen andere Verhältnisse, so, ne? Da scheißt ja sowieso, da kann er sowieso schneien. Da ist ja zumindest der Lake-Effekt ist dann ja, ich nenne jetzt immer nur Lake-Effekt. Der sorgt ja einfach für deutlich mehr Schnee, zumindest deutlich mehr Schneeverwehung oder so. ATC, da müssen wir hin. Oh, Navi, oh. Ich habe diesmal nicht das Navi
quasi getrickst und kurz den Wegpunkt geändert. Ich hab's einfach weitermachen lassen. Aber cool, dass das jetzt scheinbar gefixt ist. Dass man nach dem Portal dann auch quasi rechts halten. Ja. Ausfahrt rechts nehmen. Ne, dass das Navi danach nicht verwirrt ist. Ausfahrt rechts. Ich wollte nicht hupen. Ich hab's aber getan. Biege nach rechts ab. Oh. Die Haltelinie ist erst hier. Aber okay. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt. Und das war auch schon am Ziel. Nimm diese Ausfahrt. Super. Wir sind heile angekommen. Dann ist er schön. War eine gute Fahrt. Ah, nee. Abkoppeln, nicht Enter drücken. Du machst es von ganz alleine. Ausgezeichnet Mountain Fun Gepäck von Mountain Resort nach Bilbao geliefert. Gefahrenstrecke 102 Kilometer. Dauer, ich weiß nicht, 12, 13 Minuten vielleicht. Wasserkraftstoff 51 Liter. Erledigte World of Trucks Aufträge 180. Zumindest eine ETS-2. 5000 Punkte gab es, Euro gab es dafür und 117 Erfahrungspunkte. Was mir jetzt gerade mal auffällt. Ich finde ja, also es gibt ja echt, die Dauer ist ja ziemlich kurz, ne? Also man ist ja so bei um die 20 Minuten, sagen wir mal vielleicht 18 Minuten im Durchschnitt pro Fahrt. Im Gegensatz zu sonst, hätten die Fahrten ja auch anderthalb Stunden durchschnittlich gewesen sein. So, und ich muss sagen, ich finde 15 Fahrten halt doch ein bisschen wenig und vielleicht auch mit dem Snowflake-Goal hätte man auch irgendwie von 200 anheben können auf 400 oder so. Und dass man 50 Fahrten machen muss oder 30 oder so, aber wären jetzt nur meine. So, einfach als Äquivalent zu den anderen Sachen so, ne? Zu den anderen Events. Könnt ihr mal schreiben, was ihr davon haltet oder wie ihr das seht. Ob ihr das besser so findet, wie es jetzt ist, mit maximal 15 Fahrten, oder ob ihr auch findet, dass das mehr Fahrten auch möglich gewesen wäre. In dem Sinne bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Event-Video wieder. Und ich verspeise jetzt mein Essen. Mach's gut. Tschüss.